herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelderland. Immer noch am Tiefenlockern und es wird auch noch auf jeden Fall heute wird man noch durchziehen müssen mit dem Tiefenlockern und dann mal gucken, ob wir fertig werden. Aber es ist halt ein großes Feld, das dauert halt einfach. Aber mit GPS geht es ziemlich gut, dass wir fast autonom fahren können. Tempomat, GPS, alles gut. Muss man nur immer umlenken. Aber das ist ja keine Aufgabe mehr. So, Tiefenlocker anheben, einlenken, Spur bestätigen, Tempomat absenken, easy going hier. Klingelingeling. Jäger, was kann ich für Sie tun? Ja, Volker Wauner hier, hallo. Hallo? Ja. Dachte, der Empfang sei weg. Sie hatten mir in der E-Mail geschrieben, dass ich die Anmeldung der Genossenschaft auch bei Ihnen direkt vornehmen kann. Ja. Könnten Sie die Formulare auch zu einem Treffpunkt mitbringen? Kommt drauf an, wo? Freitagabend am See unten. Am See unten? Ja. Oder Freitag am See. Wenn Sie Richtung von Feldkirchen nach Hellenbergen fahren, vorm Wald links. Hätten Sie noch eine etwas genauere Beschreibung, ich habe meine Karte nicht parat und das Navi kaputt gegangen. Also, Sie fahren von Feldkirchen nach Hellenbergen. Ja. So, dann fahren Sie am Blitzer vorbei, den Berg runter, leichte Linkskurve, Berg runter. Ja? Ja. Und wenn Sie dann weiterfahren, dann kommt so ein leichter Rechtsknick. Ja? Mhm. Und da kommt dann links eine Einfahrt. Da geht's ein bisschen durch den Wald und so einen Schleichweg runter an den See. Da unten. Ja, kann ich machen. Freitag. Ich würde sie dann vorher nochmal anrufen. Ich melde mich am Donnerstag dann nochmal. So machen wir's. Supi, danke. Tschüss. Ciao, ciao. Ne, super. Dann lade ich den. Haben wir den Polizisten mal eingeladen zur Sauferei? Mal gucken, ob das dann was wird mit der Anmeldung. So. Also ich habe das Gefühl, es geht relativ flott hier voran. Ich nutze mal die Zeit und schaue nochmal in die Produktion rein. Kartonproduktion. Haben wir da noch was? Zwei Stück? Eine. Ah, die haben, haben sie ja die Menge erhöht. Wie viel sie da draufpacken? Holzscheitel. Holzproduktion. Ja, das wäre noch interessant. Bretterpaletten. Nichts mehr da. Leerpaletten. Drei Stück. Holzkohle. Da habe ich auch noch mal welche drin. Da habe ich auch noch mal sechs. Alter. Klingelingeling. Cordis. Servus, Volker hier. Servus. Ist dein Chef ja auch da?
Der ist gerade bei den Blaubeeren, soweit ich weiß. Achso. Ist es wichtig? Sonst kann ich ihm mal Bescheid sagen. Ja, ich würde halt gerne mal wissen, was ich mit den ganzen scheiß Holzkohle anfangen soll. Ich hab, ich glaube fast 30 Paletten rumstehen. Okay. Ich kann ihm das ausrichten, dass er sich nochmal anrufen soll. Das wäre nett. Ja, das kann ich machen. Gut, dann danke ich schon mal. Tschö. Tschö. Okay, weil wenn ich da auch nochmal 6 Paletten drin habe, ich glaube, ich hatte auf den einen Anhänger 8, 11. Ich habe locker über 20 Paletten, ey. So viel Holzkohle vorrätig, das ist nimmer feierlich. Das ist alles totes Kapital. Und ich wollte ja eigentlich, kann mal reingucken, 130.000. Ich würde ja gern einen Wald kaufen, ne? Na. Der kostet 179. Hundertneunundsiebzigtausend netto. Das wären dann knapp 200.000. Muss ich mal überlegen, was man da machen. Das sind 200.000 Euro durch die Holzkohle würde ich kriegen. 20, 34, 34 plus 7, 40.000 Umsatz, wobei 3.500 Steuer, also 37.000 würde ich da knapp kriegen. 37.000. Das reicht halt nicht wirklich, um da große Sprünge machen zu können. Ich habe noch Mohn. 500 Euro knapp 1000 Liter. Das ist halt auch nicht so. So viel. Warte mal. Ich hab ja noch 30.000, so, ja. Weil vielleicht müssen wir dann gar kein Soja anpflanzen bei mir drüben. Wäre ja Blödsinn, wenn wir da jetzt unbedingt Soja anpflanzen. Vielleicht können wir da noch einen Zyklus warten. Dann könnte ich nämlich auf beiden Feldern Dinkel anpflanzen.
Dann würde ich ordentlich Gewinn machen. Könnt mir dann auf jeden Fall den Wald organisieren. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen sinnvoller. Muss man nur warten, bis dass ich mal mit dem Diesel telefoniere und kläre, wie viel Sojabohnen er denn benötigt. Ich brauche für die Hühner, brauche ich ja zum Glück nicht viel. Das bisschen, was ich habe, das reicht mir, glaube ich, locker noch eine Woche. Würde ich dann eher ja, auf beiden Feldern Dinkel anbauen. Oder Mohn und Roggen. Oder Roggen und Dinkel. Das wäre vielleicht noch besser. Warum ist es jetzt so? Ja, ich fahre gar nicht mit GPS. Aber dafür bin ich ziemlich gerade gefahren. Ist halt die Geschichte. Also man muss es halt wirklich... es muss halt wirklich passen, ne? Klingelingeling. Ja. Jo, Volker hier, servus. Servus. Du, ich habe mal den Polizisten eingeladen zu unserer kleinen Party. Ja, das hat er mir gerade schon erzählt, der war gerade bei mir auf dem Hof. Weil dann können wir gleich die Anmeldung machen wegen der Agrargemeinschaft. Ja. Der bringt die Unterlagen mit. Ist der gerade gegen meine Mauer gefahren, der Vogel? Was hat der denn den Führerschein gemacht? Vielleicht hat er schon ein bisschen vorgetrunken. aber nee, was, ich wollte wissen, wie viel Sojabohnen brauchst du denn? Kann ich gerade nicht so sehen. Ich habe 15.000 noch im Stall. Und im dann habe ich. Stall oder im Lager? Im Stall. Und im Lager habe ich auch letztens was von dir abgeholt, sind nur 3.600 Liter. Und ich habe ja Sojabohnen. Ja, und ich habe jetzt mittlerweile 138 Schweine und der nächste Wurf kommt auch schon in einer Stunde. Wie lange dauert denn gerade ein Wurf? Momentan dadurch, dass die so viele sind, ungefähr eine Stunde. Was? Dann hätte ich, oh Mist. Also könnten wir regulieren. Ich müsst halt Leerpaletten zum Metzger fahren, weil das sind, glaube ich, keine mehr. Ja. Und dann könnte man da ein bisschen Schweinefleisch reintun. Schweine reinbringen, ja. Ja. Ja, Paletten fehlen. Paletten und Kartons. Ja. Paletten habe ich halt leider nicht so viele auf Lager. Warte, ich gucke nochmal. Ist nicht letzte Woche irgendwie eine Lieferung bei dir angekommen? Ist mir doch der Jürgen mit ein paar Nägeln hinten drauf vorbeigeschossen. Ja doch, warte, ich habe schon mal 5 produziert. Ja. Ja, Bretterpaletten läuft auch leer. Ja. Du kannst ja schon mal welche hinbringen.
Also Schweindlis. Ja, dann setze ich eben Düngestreuer und Sämaschine bei dir an 109 ab. Weil ich sehe dich gerade hier. Ja? Ich bin gerade an der Zwischenstraße von 127, 122, da stehe ich gerade. Jo, kannst du abstellen. Gut. Und dann fahre ich eben im LKW los. Ja, ich meine, es pressiert jetzt auch nicht. Du kannst eigentlich warten, bis ich die Paletten drin hab. Okay. Dann wäre vielleicht sinnvoller, wenn du mich hier ablösen würdest. Wobei ich... Ja, wenn du mich ablöst und dann, ich die Paletten schon mal rüberfahre, oder? Nee. Mach das Feld erstmal. Mach du das Feld und ich fahre hier noch ein bisschen. Okay. Oder ich stelle den gleich mal ab und dann fahre ich die Paletten rüber. Alles klar. Gut, dann machen wir so. Weißt du, wo mein Anhänger ist? Den hat der Stefan noch. Okay. Wo ist der? Der ist gerade bei mir Zwiebeln verkaufen. Der ist hoch zum Aldi. Okay, dann rufe ich den mal an. Gut, bis dann. Bis dann. Ciao. Klingelingeling. Hallo. Klingelingeling. Ja. Ah. Stefan Müller hier. Volker, servus. Jo. Du hast meinen Anhänger noch, oder? Ja, den bin ich gerade noch im Gebrauch, weil ich von Winden gerade die Ernte abfahre. Okay, wie lange brauchst du noch ungefähr? Gerade stehe ich auf dem Grund, dass da ich gerade mein Hinterrad aufgebockt ist. Ich stehe vorm Lidl und hänge da so auf der Kante. Mit dem Hinterrad und da komme ich nicht mehr weg. Lidl? Ja. Der hat gesagt, du bist zum Aldi gefahren. Aldi. Okay. Ja, schlecht. Weil ich müsste auch noch Paletten transportieren. Aber dann gib mir mal Bescheid, sobald du fertig bist. Jo. Hoffentlich schneller wie sonst. Ja. Gut, bis denn mal. Jo, ciao. Tschö. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne morgen wieder rein. Dann wird man vermutlich mal wieder ein paar Paletten fahren. Oder beziehungsweise verladen. Aber für heute war es das. Bis morgen. Tschüss.